Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Schminki für dich und zwar habe ich ja zu meinem Geburtstag allerhand dekorative Kosmetik geschenkt bekommen und da möchte ich jetzt einiges in meinem Gesicht von austesten. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, es wird auch in diesem Video etwas zu gewinnen geben und was es zu gewinnen gibt, das sage ich dir im Laufe des Videos. Und ja, wir starten jetzt einfach mal und zwar mit einem Primer. Einen Primer in dem Sinne habe ich nicht in dieser Kiste drin, aber die liebe Eva hat mir ein belebendes Feuchtigkeitsfluid von Primavera geschenkt mit Bio-Nerole, Neroli und Bio-Cassis. Und da habe ich mir gedacht, dass ich doch diese Lotion als Primer verwenden könnte. Ideal für Hautpartien, die eine extra Portion Feuchtigkeit brauchen. Jo, nehmen wir doch das ganze Gesicht. Das braucht eine extra Portion Feuchtigkeit. Hat auch tatsächlich den typischen Naturkosmetikduft, was so Cremes angeht. Und das kommt jetzt erstmal komplett übers Gesicht. Also ich weiß nicht, was los ist dieses Jahr, aber es sind unfassbar viele Mücken unterwegs. Ich habe sogar hier unten Mückenstiche. Wahnsinn, oder? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das ultimativ als Make-up-Grundlage geeignet ist, aber es ist jetzt drauf. Und dann habe ich von meinem Freund etwas geschenkt gekriegt und da bin ich echt gespannt, ob das jetzt auch farblich passen wird. Von Elizabeth Arden Flawless Finish Sponge on Cream Make-up. Das ist dieses Produkt. Da habe ich ein Herzchen drauf gemalt, damit ich mich daran erinnere, dass es von meinem Freund ist. Das soll halt auch tatsächlich für trockene Haut geeignet sein. Das ist die Farbe Gentle Beige 02. So schaut das Produkt aus. Sehr, sehr dunkel. Wir gucken. Ja, man soll es halt mit einem Sponge auftragen, ne? Deswegen Sponge on Cream. Ja, also hier ist auch ein Schwämmchen mit dabei. Das kann ich ja erstmal einfach testweise benutzen. Gehe ich hier einfach rein mit dem Schwämmchen und trage mir das aufs Gesicht. Also die Textur in diesem Fännchen ist halt wirklich sehr, sehr fest und sehr, sehr cremig. Wenn ich das aufs Gesicht aufgebe, wird es sehr, sehr pudrig. Und nein, es passt farblich nicht. Nicht so ganz. Ich gehe da jetzt mit einem angefeuchteten Beauty-Schwärmchen drüber und ich muss wirklich sagen, dass die Foundation sehr, sehr schön mit der Haut verschmilzt. Ich muss auch wirklich sagen, dass ich es interessant finde, diese Foundation aufzutragen. Wirklich interessant, weil es ist eine ganz, ganz andere Textur, als ich das normalerweise kenne. Viel, viel cremiger. Aber wenn es dann auf die Haut kommt, ist es so... Das verschmilzt so. Ich glaube, wenn das die richtige Farbe wäre, dann fände ich das noch viel, viel besser. Aber dunkle Foundation kann man genauso gut angleichen wie zu helle Foundation. Das ist kein Problem. Das kriege ich nachher auch noch gerettet. Aber vom Finish her, nur vom Finish her, sieht es echt gut aus. Lasst uns mal nicht jetzt die Farbe betrachten, sondern wirklich nur das Finish der Foundation. Ich finde, dass sie schön auf der Haut ist, beziehungsweise sich schön mit der Haut verbunden hat. Sie kaschiert Unebenheiten und Rötungen. Sie gibt einen Glow, was ich echt heftig schön finde. Und ja, sie lässt das Hautbild ruhiger aussehen. Die hat eine wirklich sehr, sehr interessante Textur. Sie fühlt sich auch nicht so an, als wäre sie jetzt irgendwie schwammig auf der Haut oder so. Das fühlt sich ganz, ganz, ganz angenehm an. Und es fühlt sich tatsächlich sogar pflegend an. Ich kann mir einfach vorstellen, dass wenn man ein paar Jährchen älter ist als 20, sage ich jetzt mal, dass einem die Foundation richtig gut gefallen wird. Und ich bin ein paar Jährchen älter als 20 und die gefällt mir wirklich, wirklich gut. Also man sieht, dass ich Foundation trage, dadurch, dass sie halt dunkel ist. Aber wenn man jetzt eine andere Farbe hätte, ne, wenn ich jetzt eine andere Farbe hätte, würde man nicht unbedingt sehen, dass ich Foundation trage. Das sieht einfach gut aus, das sieht gesund aus und es gefällt mir. Ja, es ist ein Produkt, wo ich mich noch ein bisschen rantasten muss, weil das halt auch neu für mich ist von der Art und Weise, von der Verarbeitung im Gesicht und weil es halt ein bisschen dunkel ist, Leute. Ne? Ich muss wahrscheinlich diese Foundation eher so Richtung Hochsommer oder so tragen, aber es ist eine coole Geschichte. Mir gefällt's. Ein Concealer habe ich jetzt so nicht bekommen und deswegen trage ich mir eben schnell hier mein Jeffree Star Concealer auf. Den kann ich auch direkt verwenden, um ein paar Highlights zu setzen. Beziehungsweise an manchen Stellen, wo ich es halt brauche, noch ein bisschen mehr Deckkraft hinzuzufügen. Und im Prinzip verwende ich den auch so ein bisschen, um meine Foundation quasi in der Mitte meines Gesichtes etwas aufzuhellen. Das funktioniert ganz gut. Die liebe Eva hat mir auch noch dieses Zauberpuder von Make-up Coach mitgeschickt.
Das ist dieses hier, das ist so eine kleine Probe. Und das soll die Haut mattieren, die Poren feiner erscheinen lassen und den Lidschatten quasi fixieren. Ich habe auch schon Concealer auf meine Lidfalte oder auf mein Auge gegeben. Das heißt, auch da wird gleich abgepudert werden. Das Puder gebe ich mir mal hier in so einen Deckel von einem Blush rein, den ich hier habe. Und dann werde ich erstmal hier von Dr. Pierre Ricot diesen Pinsel nehmen. Das ist ja eigentlich ein Puderpinsel. Damit werde ich dann auf meinen Augen und unter meinen Augen setzen. Okay, das ist super fein. Oh, mit dem Pinsel ins Auge. Auch eine gute Sache. Ja, das fühlt sich sehr, sehr gut auf der Haut an, muss ich sagen. Das gefällt mir schon mal. Den Pinsel verwende ich jetzt auch einfach mal, um meine Nase zu setzen. Denn da habe ich ja auch hier an der Seite bisschen Probleme mit Trockenheit und so. Und da komme ich halt mit einem großen, fluffigen Puderpinsel nicht so gut hin. Aber dieses Puder hat wirklich so einen schönen Weichzeichner-Effekt, ne? Das gefällt mir. Ist cool. Und dann nehme ich mir diesen wunderschönen Revolution-Pinsel und nehme dann den Rest vom Puder hier aus dem Deckel raus und gehe damit über mein komplettes Gesicht. Den Pinsel habe ich von der lieben Nicole. Und das gefällt mir ganz gut vom Ergebnis. Doch. In die Verlosungskiste packe ich als erstes von Tee bei Tee Sept Aloha Paradise. Und das ist eine Dusche mit Kokoswasser und Pink Grapefruit. Ein Bronzer haben wir auch nicht mit dabei. Also nehme ich mir von Love und Hatice Schmidt den Bronx die Wand an. Und dann nehme ich mir den Rosenpinsel für. Okay, man muss mit dem Rosenpinsel auf jeden Fall fluffeln. Denn ansonsten hast du diese Abdrücke von der Rose natürlich im Gesicht. Als Blush verwende ich von Revolution den Blusher Reloaded in der Farbe Rose Kiss. Das ist dieser hier. Habe ich von der lieben Ela geschenkt bekommen. Da habe ich hier oben auch einen Spiegel drin, beziehungsweise eigentlich habe ich von ihr genau den gleichen nochmal geschenkt gekriegt. Und habe jetzt hier einfach gesagt, nein, den habe ich jetzt von Ela geschenkt gekriegt, weil ich den natürlich nicht zweimal brauche. Das heißt, den habe ich jetzt offiziell von Ela bekommen und genau den gleichen verlose ich in diesem Video auch nochmal. Das heißt, der kommt auch mit in die Verlosungsbox und hier habe ich einen Spiegel mal reingeklebt und jo, ich mag den, aber der ist sehr, sehr intensiv. Ich verwende hier auch wieder von Dr. Pierre Ricot diesen Pinsel, den ich eben zum Setten verwendet habe. Gehe da wirklich nur ganz, ganz vorsichtig rein, klopfe derbe ab und dann kommt es auf meine Wangen und ich bin da ganz, ganz vorsichtig. Aber da ich jetzt aktuell, also heute, eine recht dunkle Foundation und so weiter habe, geht das. Wow, das sieht gerade voll krass in die Kamera aus. Weil der Pinsel auch enorm Produkt abgibt. Also das ist wirklich ein Pinsel, mit dem du Pigment aufs Gesicht bekommst. Aber es sieht frisch aus. Mir gefällt's. Also mir gefällt meine Base auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ich finde, das sieht alles sehr frisch aus, wenn auch etwas dunkler als sonst. Aber mir gefällt es trotzdem. Wir machen jetzt einfach mal ganz fresh weiter und zwar mit Highlighter. Da habe ich ja von der lieben Nicole von I Heart Revolution dieses Produktgeschenk gekriegt. Und zwar die Highlighter Wardrobe Highlight Collection. Und da haben wir eine extrem geile Auswahl. Ich nehme jetzt einfach mal so einen Ebeline-Pinsel und wo gehe ich denn rein? Wir können ja etwas dunkler heute sein, weil die Foundation ist ja, oder die Base ist ein bisschen dunkler. Deswegen gehe ich hier in diesen Ton rein und trage mir den hier einfach mal auf. Schön. Der ist echt schön. Der ist auch nicht, der hat wirklich Gold mit dabei. Also das sieht gülden aus, dieser Highlighter. Aber es passt gerade zu diesem etwas sonnengeküssten Ton, den ich habe. Ist schön. Ich würde euch gerne sagen, wie diese Farbe heißt, aber hier sind jetzt leider keine Farbbezeichnungen drauf. Auf der Nasenspitze bzw. Nasenspitze, Mund- und Kinnpartie möchte ich aber einen etwas helleren Highlighter setzen. Und dann nehme ich diesen Champagnerton. Oh ja, schön. Also diese Highlighter knallen jetzt bei weitem nicht so, wie ich das normalerweise von Revolution kenne, was aber vielleicht auch daran liegt an der Base. Ich weiß es nicht, aber sie gefallen mir auf jeden Fall. Also die beiden, die ich jetzt aufgetragen habe, machen wirklich einen schönen, nassen Glow. Sehr, sehr angenehm. Gefällt mir. Meine Augenbrauen zauber ich mir jetzt mal eben schnell mit diesen zwei Schätzchen. Das ist einmal hier mein Precisely My Brow von Benefit in der Farbe 3,5, genau. Und der 24 Hours Brow Setter.
Die liebe Eva hat mir diese Palette geschickt, und zwar die Revolution X Carmi Make Magic Shadow Palette. Das ist diese hier. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir damit ein bisschen Magie machen können. Sieht sehr vielversprechend aus. Also das ist echt kunterbunt mit einem riesengroßen Spiegel mit dabei. Wir haben ja die Lider schon soweit vorbereitet und können jetzt direkt mit dem Lidschatten starten. Den Farbton Confidence gebe ich mir zunächst über meine komplette Augenpartie, also quasi das bewegliche und das unbewegliche Lid. In die Verlosungsbox packe ich euch übrigens auch noch eine Pinzette, und da habe ich diese hier von Basic Beauty. Die kommt mit in die Verlosungskiste. Den Ton Flames, wow, der ist stark pigmentiert, möchte ich mir auf mein komplettes bewegliches Lid geben und ihn auch ein bisschen nach oben hinziehen, deswegen der schräge Pinsel. Auf dem Auge kommt er deutlich zarter raus, als er gerade auf dem Pinsel rübergekommen ist, würde ich mal so sagen, ne? Kommt vom exzessiven Abklopfen definitiv. Den Ton You Do You setze ich mir ganz vorsichtig nach außen und blende ihn dann in die Lidfalte. Der ist gar nicht mal so gut pigmentiert, wenn man das so sagen darf, ne? Er lässt sich auch wirklich schwer aufbauen, weil er dann recht schnell fleckig wird, wie man sieht. Das gefällt mir leider nicht ganz so gut. Also um den so aufgebaut zu bekommen, hat das echt jetzt lange gedauert. Und naja, wir schauen einfach mal, was gleich die Schimmertöne damit anstellen werden. Ich versuche es jetzt einfach mal. Und zwar nehme ich mir mit einem Smudger-Pinsel den Ton Make Magic auf. Der ist super butterig zart, dieser Ton. Ist richtig, richtig schön. Ich versuche es erstmal mit dem Pinsel. Den gebe ich mir dann auf mein bewegliches Lid. Okay, mit dem Pinsel kriegt man das jetzt nicht so hin. Ich versuche es mal mit dem Finger. Weil da kommt ordentlich was drauf, ne? Wenn es so aufs Auge kommt. Das wäre ja wünschenswert. Ja, das geht auf jeden Fall. Um hier außen den Übergang etwas schöner zu machen, nehme ich den Ton You Got This. Das ist dieser Ton. Der hat eigentlich auch so ein lila Shift mit dabei. Ja, das ist so ein Duochrome. Wow. Also eine richtig, richtig, richtig schöne Farbe. Wäre nur voll geil, wenn die auch mit dem Pinsel so rauskommen würde, weil dann könnte man das etwas präziser auftragen. Aber gut, ne, das ist jetzt ja mal auf hohem Niveau. Weil die Farbe an sich ist wirklich schön. Dieses Gold, der heißt Moneymaker, nehme ich mit dem Finger auf, und der ist super weich hier drin, also sehr, sehr lose gebunden, sage ich. Gebunden vor allem, ne? Gepresst. Den gebe ich mir aufs Zentrum. Joa. Das ist echt sehr, sehr foliert. Also da muss ich sagen, dass mir diese Palette auch ein bisschen besser noch gefällt als die Foil Frenzy von Revolution. Weil das hier noch von der Textur her einfach was ganz, ganz anderes ist. Jetzt brauche ich halt ein Inner Corner Highlight, was sehr, sehr, sehr hell ist und was sich halt auch wirklich so ein Stück weit von den Farben abhebt, weil ansonsten geht das halt echt unter. Das wäre zu schade. Na gut, dann versuchen wir mal dieses... Oh, das sieht aber dann auch schnell krank aus. Ja, das wäre die einzig mögliche Geschichte, ne? Wir versuchen mal, das Honesty zu nehmen. Das ist halt so ein Limettengelb-Grün. Das versuche ich mir als Inner Corner Highlight, okay, zu setzen. Das ist nicht so butterig wie die Farben, die halt in der oberen Reihe sind, die etwas größeren, ne? Das ist einfach ein normaler Schimmerton. Gelb im Innenwinkel. Das sieht immer schnell krank aus. Deswegen habe ich gerade ein bisschen Bedenken, ob das was wird. Ja, schon sehr, sehr matt eigentlich in Relation zu den anderen Tönen, ne? Ich toppe das jetzt einfach mal mit dem Ton Cause of You. Das ist auch so ein peachfarbener, leicht duochromatischer Ton, der aber auch wieder diese extrem cremige Textur hat. Ich hoffe, dass der Pinsel das jetzt auch ein bisschen aufgreift. Damit ich, ja, damit ich da nämlich genau in der Mitte hier den Schimmer hinbekomme. Aber das funktioniert. Das knallt richtig schön. Muss man stärker aufbauen, aber da hat man dann auch noch so einen
leichten Goldschiff mit bei. Das finde ich schön. Den setze ich mir auch ganz, ganz vorsichtig unter die Augenbraue. Aber nur ganz, ganz leicht, weil das ja auch diesen Peach-Unterton mit hat. Dann verstärke ich jetzt noch ein bisschen mit diesem You Do You, diese Lidfaltengeschichte, auch wenn der Ton wirklich recht fleckig aussieht. Aber dafür sind die Schimmertöne halt echt kabäm in dieser Palette. Ja, wie gesagt, ne, also der sieht sehr, sehr fleckig aus, ist nicht so ganz mein Favorit, aber es ist vom Resultat her irgendwie speziell. Dann nehme ich mir hier diesen Selfmade, das ist so ein dunkles Türkis und das gebe ich mir einfach an den unteren Wimpernkranz. Ganz, ganz dicht und ganz, ganz leicht gebe ich mir den da drunter. Es ist ein Look, oder? Die liebe Ela hat mir dieses coole Fixing Spray geschickt und zwar das Revolution Rose Fizz Make-up Fixing Spray. Das ist ja ganz cool, denn ich liebe Rose. Und ich muss wirklich sagen, dass mein Hautbild mir richtig gut gefällt. Also, das ist schon recht nice geworden. Das ist tatsächlich das erste Revolution Fixing Spray, was mir vom Duft her gefällt. Als Eyeliner verwende ich von Judith Easy and Precise Eyeliner. Das ist dieser hier. Dem gebe ich hier aktuell noch so eine kleine Testwoche, dass er sich beweist, dass er es doch drauf hat und nicht aussortiert werden soll. Dann werden die Wimpern gebogen. Und dann gibt es die Superhero Mascara von It Cosmetics. Mit Mascara ist doch immer alles irgendwie ein bisschen schöner, oder? Ja, ich weiß, ich tusche mir meine Wimpern immer ziemlich krass, aber ich mag das einfach sehr, sehr gerne. Und ich finde, das gibt natürlich dem Look auch das Finish, was es verdient hat. Von der lieben Ela habe ich einen Lip Liner von Catrice zugeschickt bekommen zum Geburtstag. Und zwar den Aqua Ink Lip Liner Ultra Long Lasting. Das ist die Farbe 020 Just Follow Your Rose. Und den testen wir jetzt mal aus. Der hat halt wirklich keine Spitze, sondern so eine Kugel vorne dran. Das sieht super interessant aus. Ja, und wenn du übermalt hast, hast du nur mal Pech, weil den kriegst du nicht ab. Das ist, als würde ich mir jetzt mit Edding eine Lippengeschichte malen. Aber hey, die Farbe passt übrigens gerade voll zu dieser lila Farbe da oben. Der Lip Liner an sich macht schon mal ein schönes Ergebnis. Also ich glaube, da ist es jetzt relativ egal, was man da jetzt drüber gibt, weil der halt einfach so dunkel ist, ne? Ja, aber er macht auch sehr weiße Zähne. Oh, krass. Also das allein würde jetzt schon mal richtig gut zum Look passen, aber ich habe ja noch einen Lippenstift, den ich gerne jetzt in diesem Video verwenden möchte, und zwar von der lieben Jule. Die hat mir von Train It Up Sensitive die 010 zukommen lassen. Der wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen nicht so zur Geltung kommen können wegen des dunklen Lippenstifts, aber das ist so ein schöner, ja, heller Nude-Ton eigentlich. Aber wir gucken mal. Ja gut, weil der Lippenstift ist auch relativ deckend, deswegen, ja, habe ich mir jetzt so ein bisschen eine Ombre-Lippe damit gemacht. Auch mal was anderes. Ja, aber an sich der Lippenstift gefällt mir. Der ist super angenehm auf den Lippen, aber den musste ich jetzt halt tatsächlich auch mal solo tragen. Aber Leute, das ist jetzt der fertige Look mit den Geburtstagsgeschenken, die ich bekommen habe an dekorativer Kosmetik. Es ist schon ein bisschen blinky-blinky, ne? Also mir gefällt schon. Ich finde auch, dass die Base jetzt alles, es passt irgendwie dann doch jetzt besser, als ich am Anfang dachte. Ich kann jetzt ja mal mit offenen Haaren gucken. Ja, komm, mit offenen Haaren geht das voll klar, oder? Da beschwere ich mich null. Ich finde, es sieht gut aus. Mag ich gerne leiden. Sieht ein bisschen sehr intensiv aus, aber ich finde es irgendwie einfach mal was anderes und cool. Ich packe noch zwei Sachen mit in die Verlosung dazu. Das ist einmal von La Roche-Posay das Hyaluron B5 Serum. Das ist einmal dieses Antifaltenkonzentrat. Und last but not least ein Highlighter-Set. Ach nee, noch mehr. Ein Highlighter-Set von Pro Artist, genau, das ist dieses hier von Freedom, genau. Das sind drei Highlighter und zwei davon sind pudrig und einer davon ist cremig. Und dann packe ich noch von Alverde einen Lip Liner mit dazu und das ist die Farbe Rosewood Smile. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, ist ganz einfach. Schreib mir einen ganz lieben Kommentar und verwende irgendetwas, was auf die Farbe Lila hinweist. Sei es ein lilanen Smiley oder irgendwas mit Lila reinschreiben. Und ja, das
war es jetzt auch mit dem Video. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style and Talk Videos, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!